Moin, mein Name ist Hajen Igna und ich möchte euch jetzt gerne einmal erzählen, warum ich diese Tutorial-Reise mache. In diesem Einführungsvideo möchte ich euch kurz erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Nun, es fing alles damit an, dass ich gerne unsere Website igna.de, auf dem wir unsere Ferienwohnungen anbieten, etwas aufpimpen wollte, indem ich den Gästen die Möglichkeit gebe, sich die Wohnung komplett rundherum anzusehen, durch die Wohnung durchgehen zu können oder auch an einem Grundriss einzelne Räume anklicken zu können und sich dort umzusehen. Ich habe mich etwas informiert und gesehen, es gibt Firmen, die bieten mir das komplett an, aber sie wollen pro Raum ungefähr 200-300 Euro haben. So, ich habe drei Wohnungen für 4 bis 6 Gäste, kann man sich vorstellen, da kommen einige Räume zusammen und ich wollte auch gerne, dass alle Räume gezeigt werden, also auch die Küche oder das Badezimmer. Und dann kommen sehr viele Räume zusammen und dann kommt auch ziemlich viel Geld zusammen. Also habe ich mir gedacht, du hast eine gute Fotoausrüstung, das musst du eigentlich auch selber können. Habe dann erstmal im Urlaub freihand etwas probiert, mit sehr guten Ergebnissen, für mich sehr überraschend guten Ergebnissen. Aber für Räume ist das nicht so gut, weil man dann doch Parallaxenfehler kriegt, Stitchingfehler. Das ist nicht so gut, also braucht man einen Panoramakopf. So. Ich hätte mir einen manuellen Kopf kaufen können. Das war mir aber ehrlich gesagt etwas zu viel Arbeit, weil ich ja viele Panoramen machen musste. Also habe ich mir einen automatisierten Kopf zugelegt. Nicht ganz günstig, den Gigapan Epic Pro. Aber meine Frau konnte ich dann doch überzeugen, diese hohe Investition zu genehmigen, da die Bilder von kommerziellen Firmen doch noch viel teurer geworden wären. So, diesen Gigapan, der ist sehr schön, der ist sehr einfach zu bedienen und der ist stark genug, um meine Nikon D800 mit einem vernünftigen Objektiv tragen zu können. So, damit war die Hardware schon mal erledigt. Jetzt ging es an die Software. Dem Gigapan liegt ein Programm bei, das kann man auch extra kaufen, das kostet so 150, 200 Euro. Und was soll ich sagen, das Programm taucht gar nichts. Es stitcht scheinbar nur anhand von Gittern, es lässt kaum was editieren, das könnt ihr vergessen. Also habe ich mich auf dem Markt umgeguckt, was gibt es noch? Dann gibt es zunächst einmal das Hugin. Das ist ein Open-Source-Programm. Da gibt es auch verschiedene Oberflächen für. Es ist sehr kompliziert zu bedienen. Es hat aber, wenn es vernünftig bedient wird, sehr gute Ergebnisse. Aber für mich das K.O.-Kriterium, es ist viel zu langsam. Es dauert ewig lange, bis man ein Bild fertig hat. Bei den vielen Panoramen, die ich machen wollte, und ich habe nebenher auch noch einen anderen Job, ging das für mich nicht. Also habe ich weitergeguckt. Habe dann in vielen Videoblogs das Petit GUI gesehen. Viele Profifotografen verwenden es. Soll ich sagen, es ist auch kompliziert zu bedienen. Es gibt viele Stellschrauben. Man kann auch sehr überzeugende Ergebnisse dabei rausbekommen. Aber es ist auch langsam. Es kostet dabei noch viel Geld. Schied dann erstmal auch aus. Das nächste war so ein französisches Programm, ich weiß gar nicht, wie das hieß. Macht gute Ergebnisse, war relativ schnell, war aber auch sehr teuer. Dann kam als nächstes hinzu, ich möchte die Dinger ja auch zeigen können auf meiner Website, also brauche ich einen Viewer, den muss ich mir lizenzieren. Da liegt entweder in dem Programm einer bei oder man muss extra einen lizenzieren. Und die Lizenzen für diese Programme sind nicht gerade ohne. So. Es gibt dann Programme, die bieten einen an, dass ich dann das, was ich gerade schon angesprochen habe, eine Grundrissfunktion dort einrichten kann mit Assistenten und so. Ist alles sehr schön, aber wie gesagt, Lizenz sehr teuer. So, und dann habe ich das Panorama Studio Pro gefunden, damals in der Version 2. Und ja, hat mich voll überzeugt, gleich von Anfang an. Es ist
einfach zu bedienen, für mich damals als Neuling einfach zu bedienen, und es ist rasend schnell. Und es bringt gute Ergebnisse. Ich habe dann einfach nicht verstanden, warum die ganzen Profifotografen dieses Programm einfach verschweigen. Und ich glaube, es liegt daran, dass sie die ganzen Funktionen nicht finden, die drin sind. Weil alles, was ich aufgezählt habe, was die anderen Programme können, kann Panorama Studio Pro auch. Man muss sie nur finden. Das liegt irgendwie an der Dokumentation, die ist zwar sehr komplett, aber man muss wirklich die Perlen dort suchen, um sie zu finden. Und um euch da zu helfen, habe ich eigentlich jetzt diese Tutorial-Reise begonnen. Ich werde euch zunächst einmal zeigen, wie man Bilder zusammenstellt, stitcht. Und dann als i-Tüpfelchen werde ich euch noch zeigen, wie man begehbare Panoramen macht, also durch die Panoramen durchgehen kann. Und ich werde euch zeigen, wie man einen Grundriss auf der Website hat und wie man dort die einzelnen Räume anwählbar macht. Das geht alles sehr schön und es macht richtig Spaß, vor allem seit der Version 3. Haben wir jetzt auch die Möglichkeit, bei Smartphones und Tablets das Ganze mit der Giro-Funktion der Geräte zu bedienen. Das heißt also, ihr guckt euch das Panorama an, bewegt euer Gerät und das Bild bewegt sich mit. Das ist also wirklich, als wenn ihr in einem Raum seid. Das ist wie Virtual Reality. Tja, ich wünsche euch viel Spaß bei den Tutorials.